Geht's schon? Viel Spaß. Ja, so ist das derzeit. Alexander, Alexander, ich sag dir, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, wieso ist es nicht leicht? Es ist nicht leicht, weil wir haben ja so viele Gäste eingeladen. Ja. Und nur so wenige sind gekommen. Also weniger, vier von sieben. Umso qualitativ hochwertiger. Ja, na vor allem, also vier von sieben ist nicht so schlecht, würde ich sagen. Also das lässt schon, also... Das ist schon okay, aber leider haben wir halt drei Kandidaten abgesagt. Drei wesentliche Kandidaten, vor allem ein wesentlicher Kandidat. Es wird sich weisen, ob es ein wesentlicher ist. Nein, das glaube ich nicht. Der hat schon relativ definitiv abgesagt. Der hat schon abgesagt, bevor wir ihn eingeladen haben. Nein, also wir haben ihn natürlich alle. Also Fakt ist, wir haben ja tatsächlich alle Kandidaten eingeladen, und zwar alle am selben Tag, alle mehr oder weniger mit demselben Text. Beim amtierenden Bundespräsidenten waren wir tatsächlich noch etwas weiter, weil beim amtierenden Bundespräsidenten haben wir natürlich gesagt, ja, wir würden überall hinkommen, egal wo sie sind. Wir kommen ihnen, wir folgen ihnen, wir machen das, wir wirklich sagen sie uns, wohin wir dürfen, und sie... Wir nehmen unser ganzes Equipment mit. Ja. Wir laden die Lastwagen voll wie bei einem F1 Grand Prix. Das ist überhaupt kein Problem für uns gewesen. Aber leider aus terminlichen Gründen nicht möglich gewesen. Ja. Und da haben wir uns natürlich gedacht... Du musst näher ans Mikro, sonst sagen sie das so leise. Ja. Da haben wir uns natürlich gedacht, wie können wir das ein bisschen kompensieren? Richtig, und deshalb haben wir uns gedacht, wir haben ja alles vorbereitet. Wir haben ja die ganzen Inserts und alles vorbereitet gehabt. Und Aschenbecher. Aschenbecher haben wir vorbereitet. Wir haben sogar unsere, die ist auf Halbmast, die muss auf, unsere Fahnen mitgehabt, also falls der Präsident kommt oder so. Aber ja, also wir haben uns dann gedacht, wir machen einfach dieses Special und stellen die Fragen an die Kandidaten, die nicht erschienen sind. So ist es. Und manchmal... stellt man halt Fragen und kriegt keine Antworten, auch wenn jemand erschienen ist. Insofern ist es fast das Gleiche. Nur diesmal haben wir nicht das Problem, dass wir vielleicht jemanden unterbrechen, weil es gibt hier keine Antwort. Ja, so, der erste im Bunde ist der Herr Kollege, Rechtsanwalt-Kollege Michael Brunner. Und natürlich haben wir für den Michael Brunner ein Insert vorbereitet. Und nachdem ich diese wunderbare französische, ukrainisch-russische Stimme immer am Schluss höre und dieses viel Spaß so süß sexy ist, wollen wir uns das doch anhören. Es wäre auch schade gewesen, diese Vorbereitung, oder? Heute zu Gast bei den beiden charmanten Anwälten Michael Brunner, 59-jähriger Anwalt und Parteigründer aus Wien. Viel Spaß! Ja, den Spaß haben wir leider nicht. Nein, den haben wir nicht. Vor allem, weil sein Kollege ist ja unendlich schade, dass er nicht gekommen ist. Total schade. Es ist total schade. Aber wir haben ja Fragen an den Herrn Brunner. Ich meine, Fragen. Wie sieht es eigentlich aus so mit, wie ist sein Verhältnis zu Frauen, wäre doch so eine Frage, oder? Ich meine jetzt im Sinne von... Im Sinne von alles Schwarze auf Österreichisch? Na, das weiß ich nicht. Jedenfalls schauen wir mal, was er dazu sagt. Er ist mich ein Genie, er verbindet nämlich den Gleichheitsgrundsatz mit der Frage der Gleichbehandlung der Frauen, was ja irgendwie klar ist und deshalb... kommt. Ja, hören wir uns an, was es sagt. Ich bin für die Rechte aller Menschen. Alle Menschen sind gleich und es gilt die Gleichheit vor dem Gesetz. Wenn Sie das als Feminismus verstehen, ja, dann wäre ich ein Feminist. No, das ist doch ein Bekenntnis, oder? Das ist ein schönes Bekenntnis. Das ist ein Coming Out. Das ist ein Coming Out. Also alle Schwarze von Österreich des Wahlkampfes, also das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Ich meine,
Mutig, also hören wir uns das an. Es ist ein wirklich, also dieses mutig voran. Ja, dann wäre ich ein Feminist. Schön, oder? So eigentlich eine Ansage. Ich würde es mich nicht sagen trauen, da wäre ich zu feig dazu. Naja, aber man muss das so sagen. Ich meine, er vertritt offensichtlich die fehlende Weiblichkeit in diesem Bundespräsidentschaftswahlkampf. Dazu will ich mich jetzt nicht äußern. Ja, okay. Ja, aber hast du sonst ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich keine Fragen. Ich meine, es gibt natürlich die Geschichte mit den Impfgeschichten von Herrn Michael Brunner und so. Parteigründer, MFG. Mit freundlichen, ja, mit MFG. Ja, und da werden uns jetzt wieder einige hassen, weil wir einige unserer Zuseher sind natürlich glühende Anhänger von Michael Brunner. Aber leider, wir können ihn halt nicht mehr fragen, weil er nicht, weil da, nicht ist. Da ist. Und es gibt nicht sehr viel Material über ihn, das nicht schon bekannt ist. Also so gesehen, Michael Brunner. Bevor wir blöde Fragen stellen, Stellen wir keine Fragen. Wir hätten dann schon Fragen gestellt, weil unsere Gesprächsführung wäre ja nett gewesen. Wir hätten erfahren, woher kommt er, wohin geht er, wann kommt er wieder. Warum geht er? Der Michael Brunner ist ja erst seit kurzer Zeit in der Politik, also erst seit der Covid-Geschichte. Also gibt es auch nichts frei nach Prokal, beziehungsweise eigentlich, ja, ich glaube, der Prokal, das Archiv haben wir keins gefunden. Also es ist, der Herr Michael Brunner tritt an für die Wahl, Sie können ihn wählen. Ja. Der nächste der Kandidaten ist der Schillernderere, auch ein Parteigründer, also es ist eigentlich die Wahl der Parteigründer. Ja. Ein sehr junger. Also, gerade noch das Regelalter erreicht. Ja, also wir haben ja mittlerweile fast eine Tradition junger Politiker, und der Politiker, den wir jetzt vorstellen werden, der hat ja fast dasselbe Alter wie der da. Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Also jemand in diesem Alter hat man offensichtlich einen echten Durchblick und ist erfolgreich, jung, dynamisch erfolgreich. Das hatten wir schon einmal. Also jung, dynamisch erfolgreich. Ist aber in Österreich keine so Erfolgsgeschichte bis jetzt gewesen. Was noch nicht ist, kann noch werden. Genau, aber jetzt ich möchte auch da das Insert vorspielen, das wir vorbereitet haben für diesen nächsten Kandidaten. Heute zu Gast bei den beiden charmanten Anwälten Dominique Blasny, 35-jähriger Musicien von Wien. Viel Spaß. Ja, schade. Ja. Mit dem hätten wir Spaß gehabt. Mit dem hätten wir mit Sicherheit Spaß. Mein Sekretär, also wir haben eine Absage von ihm bekommen, von Pogo, ja? Eine erste Absage von seinem Sekretariat. Ja? Und mein Sekretär in meiner Kanzlei, der war total enttäuscht. Der hat sich nämlich Turbo-Bier-Platten gekauft. Turbo-Bier ist nicht nur ein Bier, sondern auch eine Band, nämlich die vom Herrn Blasny. Und was wollte er? Er hätte sich halt gewünscht, wie ein Wunsch zu Weihnachten, dass er es signiert. Genau, dass die Platten signiert wird. Ja, leider. Leider geht es nicht. Aber, lieber Mitarbeiter, wir haben eine Alternative. Wir werden das jetzt einfach selber unterschreiben. Ja? Wir werden signieren. Er hat uns die Platte mitgegeben, aber wir können es jetzt nicht unterschreiben. Also wir haben da die Turbo-Bier-Platte live in Wien. Das ist sicher ein geiles Vinyl. Übrigens, Vinyl ist stark im Kommen. Wer unterschreibt schon, wenn nicht wir? Ja, schon genau. Schreib mal herzlichst. Share. Ja. Und ich unterschreibe auch mit Better Call. Nicht auf schwarz. Schwarz auf schwarz ist nicht so super, auch wenn die Türkisen das manchmal glauben. Ja. Liebe Grüße. Dein Hölli. Dein Hölli. Also jetzt wird sich das Turbo-Bier bei Turbo-Bier super schmecken. Na bitte. Jetzt haben wir auch. Also jetzt kann dein Mitarbeiter die Woche wieder. Jetzt kann er fröhlich beginnen und produktiv sein. Fertig machen. Hat keine Ausreden. Genau. Also Turbo-Bier. Turbo-Bier ist ja von Herrn Dominik Vlatsny, alias Bogo, Marco Bogo. Ich bin beim Schreiben der Signation, habe ich den Fehler gemacht, zuerst zu schreiben Marco Vlatsny, aber er ist ja im Wald Dominik Vlatsny. Der hat also Turbo-Bier, so eine Marke von ihm. Turbo-Bier? Ja, er hat einmal Medizin studiert, war offenbar auch im Turnus. Aber dann war es schon. Ja, ich glaube, also er ist nicht, also er sagt doch nicht, dass er praktizierender Arzt war grundsätzlich. Er war dann bei der Impfstraße impfen.
Also ein Impfbefürworter war er auch. Hätten wir ihn gern dazu befragt, wie Sie sehen, die bösen Skeptiker. Und so. Geimpft, nicht? Also während des Konzerts geimpft, ja, das ist auch sehr cool. Und ich hätte ihn natürlich schon sehr gerne gefragt, ob denn der Bierbrauer, beziehungsweise Verkäufer, also das Turbo-Bier. Ob das ein Problem sein könnte? Nein, Problem glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich hätte ihn gerne gefragt, ob der Umsatz gestiegen ist. Ob der Umsatz seiner Platten und seines Biers gestiegen ist. Und ich glaube, die Frage könnte möglicherweise so beantwortet werden. Werden wir sehen. Ja. Das ist eine Ansage, oder? Das ist eine Ansage. Klar, deutlich, stringent. Klar, deutlich. Gibt es nichts zu diskutieren. Ja. Also, der Herr Vlatzny hat offensichtlich, also das ist marketingmäßig eine gute Geschichte, so ein Präsidentschaftswahlkampf. Wobei wir wissen, Umsatz ist nicht Gewinn. Aber egal. Ja. Hauptsache der Umsatz passt. Also Hauptsache der Umsatz passt. Das ist super, wenn er das so. Also, ja, aber jetzt ist halt so, ich meine, wir haben ja das den Gerald Groß auch gefragt, mit Zipfel eine, Zipfel aus und seine Schweinsgeschichte damals, ob denn das mit der Würde des Amtes vereinbar ist. Haben wir den das ist natürlich schon eine legitime Frage. Ich meine, Turbo-Bierverkäufer und Würstel und Präsident. Ich meine, es gibt ja dann Ansehen in Österreich. Genau, und es gibt ja die Turbo-Bierpartei. Die Bierpartei hat er ja gegründet und ist ja im Wiener National Gemeinderat. Ja. In Simmering. Simmering. Ja. Dort sitzt da drinnen und da hat es einen Wahlkampfwerbung gegeben, die ja eigentlich sehr gut gemacht ist. Ja. Also die Leute rund um Pogo sind ja sehr talentierte Menschen. Und dieser Wahlkampf, diese Wahlkampfwerbung war damals so. Für mich auch. Was ja auffallend ist, da vorne, wenn Sie diese Werbung anschauen, auf der einen Seite, dann am Schluss, da ist ja der Herr Alm auch ein ehemaliger Nationalratsabgeordneter, der auch die Spaghetti-Monster-Religion gegründet hat. Und der ist auch beim Vlatzny dabei. Aber mich hätte schon irgendwie gefragt, ist denn das, wenn ich jetzt so das Bier so in den Vordergrund stehe, und wir wissen ja, schon Qualtinger hat es besungen, dass der Alkoholismus in Österreich jetzt quasi nicht quasi ein Minderheitenprogramm ist. Hätte mich schon interessiert, ob das eigentlich als Vorbildwirkung, ob das so toll ist, wenn man... Er muss eine Vorbildwirkung haben. Hat er ja als Bundespräsident und ob das als Vorbildwirkung wirklich so eine gute Geschichte ist, gescheit ist, ja? Ja. Sie sind wieso nicht? Naja, ihr wisst schon ein paar Gründe, warum nicht, aber... Ich finde das wirklich in Ordnung, dass er zu dem steht, was er denkt und was er meint. Ja, nicht ganz. Also, ja, der Wolf hat ihn ja bei dem Interview, dass er bei der ZIP2, das ist das Präsidentschaftsinterview, die ja mangels Diskussion mit dem amtierenden Präsident zustande gekommen sind, hat ihn ja versucht, aufs Glatteis zu führen und ihn irgendwie zu hinterfragen. Ja, ein bisschen ist es ihm ja gelungen. Ich meine, nicht nennenswert, aber... Ja, also ich meine, das war eine spannende Frage. Und man muss dazu sagen, erstmals im österreichischen Präsidentschaftswahlkampf wurde diese Frage diskutiert. Und ich muss was dazu sagen. Also hören wir uns mal an. Konsumieren Sie, ob jetzt als Dominik Vlasny oder als Marco Pogo, ist mir egal, illegale Drogen? Nein. Nicht mehr oder noch nie? Nein, noch nie. Okay. Okay, natürlich habe ich mal einen Joint geraucht, ja. Ist eine illegale Droge, oder? Ja. Also doch? Ist schon länger her, ja. Nur einmal? Vielleicht auch zweimal. Also, für einen Verhaltenspsychologen ist das eine spannende Szene. Also, aber ich meine, das Trinken des Wasserglas, das ist Trinken des Wassers aus dem Glas, diese Verlegenheit. Ja. Er hat ja auffällig... Dass er sich selbst belastet. Ich hätte ja Nein gesagt an seiner Stelle. Ja, du bist ja der Anwalt, du bist Strafverteidiger. Ja. Und Opfervertreter, muss man ja auch sagen. Braver Opfervertreter, aber auch... Aber das war wirklich spannend. Das hat der Wolf, er ist ihm voll reingeschlittert. Ja, aber man muss diese Entscheidungsfindung von Nein, einmal oder ein oder zwei. Aber man muss jetzt eines dazu sagen. Das ist die Garantie dafür, dass der Bogo Bundespräsident wird. Er wird's.
Er wird es. Und wissen Sie warum? Warum? Es gibt ein großes Vorbild. Ja, und das, es gibt kein größeres Vorbild. Es gibt kein größeres Vorbild von ihm. Aber man muss dazu sagen, ich habe heute mit meiner Mitarbeiterin gesprochen, die ja, nicht ganz so alt ist wie wir. Die hat damit gar nichts mehr anfangen können. Aber die Leute, die Würde des Alters unseres erreicht haben, wir wissen, wieso. Die Schönheit des Alters. Wir wissen, wieso das jetzt die Garantie ist, dass der Bogo Präsident wird. Das ist für uns glasklar, kristallklar. Ich habe eine Umfrage in Auftrag gegeben, die ich bezahlt habe. Und diese Umfrage sagt, 100% wird's. 100% wird's der Bogo. Da gibt's ganz keinen klar. Spielraum. Das ist diese Umfrage. Ja. Diese Umfrage. Lustig, ich habe die gleiche Umfrage gemacht. Du hast dieselbe Umfrage gemacht, ja? Ich habe dieselbe Umfrage gemacht. Sample 1 oder so, ja. Also Bogo wird Bundespräsident. Und wissen Sie wieso? Weil folgender Herr nämlich mit dieser Aussage auch Präsident wurde. Nicht Bundespräsident, aber Präsident wurde. When I was in England, I experimented with marijuana a time or two and I didn't like it. And didn't inhale and never tried it again. Bill Clinton. I didn't like it. Bill Clinton. I didn't like it. Für die Leute, die das jetzt nicht so verstanden haben, weil das natürlich auch Herumgenuschler aus Arkansas war. Er wurde damals gefragt, ob er Marihuana, da war er Gouverneur von Arkansas, als Gouverneur wurde er im Präsidentschaftswahlkampf und die Präsidentschaft damals gefragt, ob er denn jemals Marihuana geraucht hat. Und Sie wissen, dass der Bill Clinton kommt aus dieser Zeit der 68er Jahre und so, da sind ja alle die Hippies nackt im Woodstock herumgelaufen. Normal gewesen. Und es gibt ja auch von Hillary Clinton und Bill Clinton gibt es Aufnahmen aus der Studentenzeit, wo sie aus anatomischen Gründen sich bitterfasernackt gezeigt haben. Okay, aber dieser Bill Clinton wurde gefragt, ob er je mit Marihuana geraucht hat. Und da hat er gesagt, in England, natürlich in England, weil wenn es in Amerika war, weiß er nicht, in irgendeinem Staat könnte es ja gefährlich sein. In England hat er mal ein- oder zweimal Marihuana geraucht, aber das war das Wichtige, für die Amerikaner war das der entscheidende Punkt, ich habe es nicht inhaliert. Ja, ich habe es nicht inhaliert und ich habe es nicht gewollt und dann habe ich es nie wieder gemacht. Und dieser Mann wurde immerhin Präsident. Ja. Also was sagt uns das? Pogo wird's. Es kann nur Pogo werden. Aber, ich habe jetzt ein Problem. Wenn er in den Fußstapfen des Bill Clinton herumspaziert. Ja. Nein, ich will das nicht hören. Ich weiß nicht, wie das mit dem Praktikanten ist. Ich will, dass du das ausblendest. Nein, ich einblenden kann. Du willst es einblenden. Ich will es ausblenden. Also, nein, das ist wieder mal typisch. Ja. Du willst die Leute aufs Glatteis bringen. Aber der Punkt ist, ich hätte wahrscheinlich dann das schon vorgespielt, das hätte ich ihm gern vorgespielt, nämlich auf Flügeln des Bill Clinton. Also wenn er Praktikantinnen hat, sollte das nicht so machen wie Bill der Clinton. Präsident, der ehemalige. Und dann nämlich Folgendes auch von sich geben, oder was? Ja? Ich habe ja deine Zeichnung gemacht. Du hast eine Zeichnung gemacht? Vielleicht sagt das. Ich habe was vorbereitet, wie bei einer Kochsendung. Ich habe was vorbereitet und jetzt zeichnet er. Was ist denn das? Ich glaube, das sieht man nicht. Da muss man näher zur Kamera hin. Also, ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also, ich sage nur Oval. Ah, Oval, das Oval Office. Ja, na, genau. Und jedenfalls wurde Bill Clinton ja damals durch diesen Satz auch berühmt, auch in einem Wahlkampf. Ja. Und dann wurde er trotzdem wieder zweiter Wahlkampf. Also, das heißt, Bogo wird nicht nur einmal. Nein, zweite Periode auch, ist logisch. Und da hat er das gesagt. Today, drawn and bleary-eyed, Mr. Clinton joined the battle to save his presidency. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Ja, also da muss er aufpassen. Mit Praktikantinnen muss er dann aufpassen. Nein, da muss er wirklich... Vor allem, wenn sie blaue Kleider tragen. Da ist wichtig, dass immer eine weitere Person anwesend ist. Aber es ist schon so schade, dass wir diesen Präsidenten, also den zukünftigen Bundespräsidenten, Marco Bogo Dominik Vlasny... Doktor. Ja. Wie übrigens, die nicht gekommen sind, alle Doktoren, muss man wirklich sagen. Das hat, naja, die anderen, das sind auch Doktor, dann der Valentin ist auch Doktor. Ja, also sagen wir mal so, die überwiegende Mehrheit der nicht erschienenen sind Doktoren. Ja, alles gescheite Leute. Alles gescheite Leute. Ja, also. Geht's schon? Ja, genau so. Das, ja. Aber ich meine, geht schon. Ja, dann wäre ich ein Feminist. Die Feministen haben... Die haben es drauf. Ja, kommen wir von Marco Bogo, dem nächsten Bundespräsidenten, zum Altbundespräsidenten, also zum amtierenden, demnächst Altbundespräsidenten, weil Marco Bogo das Rennen machen wird, wie wir jetzt festgestellt haben. Das wird natürlich nicht dem amtierenden Bundespräsidenten sehr wehtun, nicht ihm selbst. Naja.
sondern jemand anderen. Das stimmt, aber ich glaube, ich möchte unbedingt von Gertrude, die Französin mit ukrainisch-russischen Wurzeln, das möchte ich noch hören, weil das ist so schön, was sie da sagt. Heute zu Gast bei den beiden charmanten Anwälten Alexandre Sacha van der Bellen, 78-jähriger Bundespräsident aus Tirol. Viel Spaß. Na bitte. Wieso tut der sich das an? Also, wieso macht er das? Das ist eine Theorie. Ich glaube, seine Frau hat er hier ein sehr... Du musst lauter reden. Seine Frau hat ein sehr intensives Interesse, dass eine zweite Amtsperiode erfolgt. Sie will also als First Lady in Pension First gehen. Lady, Second Role. Second Role. Also sie will, glaubst du das? Glaubst du das? Ich glaube das, weil da ist etwas im Internet aufgetaucht. Und vorher, gell? Bevor die Wahl begann. Ja, also was war das? TikTok. Du glaubst TikTok. Du glaubst also, dass das quasi unter dem Motto, Schatzi, ich will nicht mehr Präsident sein. Möchte doch First Lady sein. Fast eine, unter Anführungszeichen, Nötigung. Das heißt, er konnte dann gar nicht mehr. Nein, er konnte nicht zurück. Du meinst, das, was wir jetzt abspielen, war quasi Hinterrucks, hat man da gesagt, hey du, das ist der... Ja. Ich meine, vom Lied her passt ja, weil das geht ja zuerst um Darling, also ja. Das Darling kommen also ja. Should I stay? Ja. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? Na, ja, bitte. Dann kommt er nicht mehr anders. Nein, dann kannst du nicht mehr zurück. Ja, aber dann ist er, ich meine, ich verstehe, 78-jährig, ja, offensichtlich gut bei Fuß, wie wir ja gesehen haben, ich zeige dir noch ein Video dazu, also gut bei Fuß war, ist er noch gewesen, ja, also nicht immer, das zeigen wir auch ein Video dazu, aber er verweigert sich halt den Diskussionssendungen, ja, das muss man schon sagen. Naja, aber ich meine, du musst ihn schon verstehen. Na, ich verstehe das eben nicht ganz so. Ich meine, wer, wenn nicht er, kann sich verweigern? Ja, das stimmt. Hat er begründet, gell? Selbstverständlich. Hat er begründet im Fernsehen. Nachvollziehbar begründet, ja. Schauen Sie, von diesen derzeit 7 Kandidaten, wenn ich richtig gezählt habe, mich inklusive, gibt es einen, der der Öffentlichkeit nun wirklich bekannt ist, und das ist nun einmal der amtierende Bundespräsident. Jeder, der Lust dazu verspürt hat, konnte über 5,5 Jahre beobachten, wie ich reagiere, wie ich mein Amt ausübe, ob ich meinen Pflichten nachkomme, ob ich richtig entschieden habe, richtig nach bestem Wissen und Gewissen, und wie ich die Krisen bewältigt, gemeistert habe, die sich im Laufe dieser 5,5 Jahre aufgetan haben. Es waren ja mehrere Situationen, die so noch nie da waren in den fast 80 Jahren der Zweiten Republik. Da konnte sich jeder ein Bild machen. Stimmt. Naja, also Krisen gab es. Vielleicht lag es aber auch darin, weil die Regierung so schwach war und die Regierung wieder eigentlich durch den Bundespräsidenten bestellt. Nein. Doch? Nein, doch. Was du schon wieder redest. Also ich meine, er hat einmal rechtzeitig richtig... Du musst näher ran, gell? Ja, alle sagen mir so leise. Nein, ist nicht leise. Er redet zu leise. Das ist das Problem. Ja, damit die Leute aufmerksamer sind. Ja, das ist wie so die Klassenlehrerinnen, ja. Die dann, wenn es laut wird in der Klasse, immer, ja, und dann tue ich nicht mehr. Und die Kinder, denen ist das aber wurscht. Die drehen ab. Das ist das Problem. Waren wir jetzt? Wir waren jetzt, die Krisen sind möglicherweise selbst verursacht, lieber Herr Bundespräsident. Ja. Aber bei ein paar Sachen hat er schon recht. Er hat schon, also wenn wir ihn jetzt wörtlich nehmen und ihn bei seinen Taten messen sollen, stehen da die chaotischsten Regierungssituationen der letzten 6 Jahre. Ja,
Für die eine oder andere kann er nichts dafür. Dass es da Kalendereinträge gibt, die eigenartig sind, die genau am Tag... Vergessen wir einmal. Die genau am Tag der Ibiza-Affäre sagen, ja, heute platzt die Bombe oder sowas. Das vergessen wir auch, weil das ist ja alles Lug und Druck, stimmt ja alles nicht. Das ist nur böse Presse, die das schreibt oder Boulevard. Nein, Boulevard. Das ist Hörensagen. Ja. Und dass er dann zugelassen hat, dass hier die Minderheitsregierung mal überhaupt angelobt wird. Das heißt, dass ein Bundeskanzler ohne Mehrheit im Parlament überhaupt weitermachen darf. Das ist ja auch ein spezieller Punkt. Das beleuchtet ja keiner. Alle sagen, wie grandios ja die Expertenregierung gemacht hat. Nun ja. Die Expertenregierung ist die eine Sache, aber dass überhaupt es zu einem Misstrauensantrag kam, war ja nur deshalb, weil er zugelassen hat, dass während laufender Nationalratsperiode plötzlich eine Partei, die nicht die Mehrheit im Parlament hatte, plötzlich alle Kanzler, alle Minister stellte. Und das ist schon irgendwie nicht optimal für einen Bundespräsidenten. Dass er dann danach die Expertenregierung hatte, weil er nicht, weil man musste in der Regierung haben, hatte er keine Wahl. Und deshalb haben bis dato alle, die bei uns waren, gesagt, ja, das hätten sie auch so gemacht. Aber die hätten den Zwischenschritt ausgelassen. Also wenn wir ihn nach seinen Taten messen. Aber messen wir mal ganz am Anfang. Schauen wir am Anfang seiner Präsidentschaft. 90 Tage, der 90. Tag seiner Präsidentschaft. Was er da gesagt hat. Ja, da hat er wirklich Österreich berühmt gemacht. Ja. Berühmt. Und zwar zum Teil im, sagen wir mal, islamischen Bereich, bei den Muslimen, die waren da durchaus, also das gar nicht alle, ja, nicht alle. Aber es gibt da so ein paar Leute, die waren wirklich begeistert, das von dem, was er gesagt hat. Der Rest der Welt hat auf den österreichischen Präsidenten geschaut und gesagt, was meint denn der eigentlich damit? Nein, das war ganz super. Und da fragt sich dann jeder unter Umständen, wie ist das? Naja, wenn jemand spontan, man muss sagen, wie hat er gesagt, wir sollen an seinen Taten messen, jetzt schauen wir es an. Wenn jemand spontan so quasi in der Nonchalance einer Diskussion, so aus der Hüfte heraus, dann kommt das raus. Ja, genau. Und wenn das so weitergeht, und damit bin ich schon bei der nächsten Frage, bei dieser tatsächlich um sich greifenden Islamophobie, wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen. Alle. Als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun. Jetzt stell dir vor, alle. Stell dir vor, wie, als er das gesagt Kriegt hat. Kriegt seine Frau einen Kopftuch? Naja, ich meine ja, als er das gesagt hat und er ist nach Hause gekommen, ja, was seine Frau zu ihm gesagt hat, Alter, bist du deppert? Was hast denn du da gerade gesagt? Das gibt's ja nicht. Da hat sie ihm sicher den Kopf gewaschen. Ja? Oder sie hat gesagt, er soll das sagen. Das glaube ich nicht. Nein, das ist auch ein. Nein, das kommt, die kommen ja alle aus einer sehr liberalen grünen Ecke. Ja. Also die eine war ja Clubdirektorin und also seine Frau war Clubdirektorin und die First Lady, die auch sagt, sie spricht mit in der Regierung. Er Ärger zu Hause. Ich glaube, er hat einen massiven Ärger, deshalb hat er ja dann auch gesagt, das war getrennte Schlafzimmer und so. Das weiß ich nicht. Also, das haben wir ausdrücklich gesagt, wir sind uns nicht in die Schlafzimmer da gehört. Aber definitiv dürfte er Ärger bekommen haben, weil er gesagt, das war der größte Fehler seines Lebens, ja. Nämlich diese Aussage. Aber. Ist manchmal ist nicht die Frage, ob die Aussage getroffen wird, sondern welches Geisteskind man ist. Bei vielen anderen wird das immer so auf die Waagschale gelegt. Bei ihm, das habe ich halt so gesagt. War halt so. Also messen wir dem Präsidenten an dem, was er so getan hat. Ja. Aber kann ja jedem passieren. Das ist aber, man muss sagen, 90 Tage im Amt. Ja. Vorher zwar unglaublich politische Ämter, Grünen-Chef und Club-Chef und was auch immer. Ich meine, also politisch unerfahren ist er nicht. Ja, aber man muss ihm das wirklich, jeder hat einen Freibiss. 90 Tage, ja, das stimmt schon, man sagt 90 Tage, aber Zeit, sich irgendwie ins Amt einzugehen. Welpenschutz. Aber jetzt hat er doch am Ende seiner Präsidentschaft auch was Interessantes gesagt, was er natürlich dann auch wieder als völlig fehlinterpretiert dargestellt hat. Das ist aber schon nach 6 Jahren Amt. Also das ist jetzt schon quasi, da sollte man die Erfahrung haben, dass solche Sätze vielleicht nicht gut kommen. Wobei es nicht jeden trifft. Es trifft definitiv nicht jeden. Es trifft nicht jeden, es trifft nur... Nur die? Noch, ja genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Zähne zusammenbeißen, es wird schon irgendwie gehen. Schöner also Satz. Nur die Zähne haben. Ja, es ist auch so. Wenn man die heutigen, also die in der Woche, die...
das Regierungspaket sieht, die Jungen haben nichts zu lachen in diesem Land, ja, definitiv nicht. Die Pensionisten kriegen Erhöhungen, 5%, 10%, was auch immer, aber die, die es zahlen müssen, die Jungen haben bis jetzt davon nichts. Und als ich heute gehört habe in einem Journal im Radio, dass gesagt worden ist, naja, man muss jetzt, das ist ein Ansporn für die Gehaltsverhandlungen, weil um das finanzieren zu müssen, müssen die Jungen mehr Gehalt bekommen. Das ist eine geile Überlegung. Mhm. Weil wenn man mehr Gehalt hat, kann man sich das finanzieren, was man den Pensionisten ausschenkt. Ich meine, okay, und das ist halt die Zeit, in der wir leben. Ein 78-jähriger Bundespräsident, der sichtlich gealtert ist, sichtlich gealtert. Also man muss nur vergleichen, diese beiden Bilder von damals, also dieses. Und wenn das so weitergeht, und damit bin ich schon bei der nächsten Frage, Zähne zusammenbeißen, es wird schon irgendwie gehen. Ja, der also ist gealtert. Er ist gealtert. Es ist massiv gealtert, ja, was man jemandem nicht vorhalten kann. Nein, das ist natürlich. Das ist auch, man hat ja auch normalerweise mit 65 Pension. Er selber ist ja emeritierter Universitätsprofessor. Ja. Da ist ja nicht so, dass er arbeiten gehen muss. Ja? Ich meine, es gibt schon ein paar über 200.000 Gründe, warum man noch weiter Präsident sein will, vor allem als Also zumindest, ja. Über 200, also über zumindest 200, über 25.000 Gründe jedes Monat. Ne? Ich meine, man darf nicht, muss ja kurzfristig denken. Man muss, ich verstehe das schon, aber es gibt schon Zeiten, wo man sich dann überlegen muss, wäre es nicht nett, so ein bisschen ins Altenteil gehen, nach Tirol zu gehen oder schön, so. Schön, Tirol ist ein schönes Land, ich bin ja Tiroler. Ja. Naja, aber, du bist ein Tiroler. Also sicher, Innsbruck geboren. Alter, was? Innsbruck? Ja? Innsbruck muss die lassen. Mein Präsident. Dein Präsident, wer ist dein Präsident? Ah, dein Präsident, Innsbruck, ja. Naja, aber das mit Tirol ist bei ihm nicht so gut angekommen, gell? Also da hat er Wanderung gemacht, der Herr Bundespräsident. Da war ein großer Marketing-Gag. Weil das ist ja Wandern und österreichische Politik, das ist eigentlich immer nur eine Katastrophe. Wir erinnern uns an die... Gusenbauer. Wir erinnern uns an die Hosen von Gusenbauer. In der weißen Radlerhose. Ja, also das... Also. Das ist Geschichte. Es wird nicht besser. Ja. Und der Bundespräsident musste auch jetzt mit irgendwelchen Leuten auf den Berg auf und dann ist er halt ausgerutscht. Ja. Aber man muss sagen... Reh steht im Holzhechen kalt. Was? Louis Trenker sitzt im Grasseil abgerissen. Okay, ich glaube, er erzählt mir gerade einen Witz, aber ich verstehe ihn nicht. Das ist tirolerisch wahrscheinlich. Aber apropos tirolerisch, ja, es ist ja so, dass er von der Bellen eben hingefallen ist, sich verletzt hat, im Spital sogar war, während des Wahlkampfs. Eine Katastrophe des Marketing. Aber das perfekte Marketing-Genie oder die Marketing-Maschinerie seines Wahlkampfteams hat daraus Folgendes, Unglaublich. Quasi, I'm back. I'm back. I'm real back. Ich habe gehört, du warst im Krankenhaus. Was ist denn passiert? Ja, mei, es ist wieder so wild gewesen. Wir sind am Kauner gerade gewesen, ein bisschen Wanderer, bin ich ausgerutscht. Ja, kann einmal passieren. Und jetzt geht's dir wieder gut? Nein, jetzt habe ich ein paar Tage Ruhe gegeben, aber jetzt bin ich schon wieder voll arbeiten. Ich bin voll motiviert für die Arbeit. Ja, das freut mich natürlich zu hören, mein Lieber. Ja, danke schön, dass du nachfragst. Aber ein Kaller, den wir geschrieben haben, neugierig gewesen, wie geht's dir und alles Gute gewünscht haben, das ist schon fein gewesen, dass so viele Leute mir alles Gute gewünscht haben. Ja, danke, Enk, recht herzlich. Oh, das ist Marke Gabalier. Also das ist genial. Das ist ganz extrem. Ich meine, man kann ja auch... Mit Gold nicht aufzuwiegen, ja. Aber redet er mit sich selbst? Hast du diese Musik gehört? Diese total ländliche Musik, so richtig naturverbunden. Ja. Das ist einer von uns. Das Unverdorbene. Das Unverdorbene, freie. Das Ursprüngliche. Was mir noch gefehlt hat, ist, dass er Edelweiß irgendwie in die Haare geklappt. So ein Kranz aus Edelweiß. Das wäre doch hätte. Oder dass vielleicht seine Frau als Sennerin kommt. Genau und so. Ihm einen Krug Milch zum Trinken gibt. Ich meine, die Verletzung da oben, am Gesicht, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich auch. Du sicher als Strafverteidiger kennst das auch so. Aber okay. Aber ich kenne es auch als Boxer. Andererseits, ich meine, ich habe das gesehen und habe mir zuerst, also als völliger Novize des Marketings, ja, als Ahnungsloser des Marketings, habe ich mir gesagt, was wollen die uns damit sagen? Ich habe es auch nicht verstanden, weil mir ist es so herübergekommen, als hätte er keine Menschen, die ihm Glückwünsche schreiben. Ja, das hat er schon gesagt. Naja, zum Schluss. Ja. Jetzt hat er niemand, jetzt redet er mit sich selbst, ja, weil er der Einzige ist, der nachfragt, wie es ihm geht. Das ursprünglich, bevor ich dieses geniale Geniewerk nicht erkannt habe, als das, was es ist, nämlich die beste Präsidentschaftswerbung,
Aber vorher habe ich mir gedacht, irgendwie wollen die uns sagen, dass wir jetzt einen Bundespräsidentschaftskandidaten haben, der mit sich selber spricht. Ja. Und zwar noch dazu in einer nicht so langläufig bekannten Sprache. Ja. Also irgendwie so zwei, so richtig, nicht nur mit sich selbst spricht, sondern so richtig mit zwei bilingual quasi. Ja. Das ist, eigentlich sollte man das bei der Biennale einreichen. Ja, genau. Bei der Biennale, ja, oder. Aber jedenfalls, wir haben ja eine, wir können mit Fug und Recht sagen, unser aktueller Bundespräsident, der neue wieder der Bogo werden, aber unser aktueller Bundespräsident hat einen Unfall gehabt, ist offensichtlich auf die Wange gefallen, weil das sieht man ja, und hat dann begonnen, mit sich selbst zu sprechen. Was? Ja, schon stark, oder? Das könnte für Schlagzeilen international führen. Stellen wir uns mal vor, so Konferenz, da braucht kein anderer hinkommen, sondern er sitzt dann dort und spricht mit sich selbst. Einmal auf Tirolerisch, einmal auf Deutsch. Finde ich super. Das ist praktisch. Spart Kosten, also Anreisekosten. Ich kenne Menschen, die können in mehreren Stimmen singen. Ja, ja. Gleichzeitig. Bobby McFerrin und so, ja. Die können gut gehen. Aber das tut er nicht gleichzeitig. Er redet ja zuerst so und dann so. Also, ja. Ja, also wirklich ein eindrucksvolles Marketing-Genie muss dahinter stecken. Aber ich weiß schon, dass wir machen jetzt die Politik schlecht. Das muss man jetzt also wirklich. Nein, doch schon irgendwie. Also da hat er ganz klare Worte gefunden. In diesem Sinne entschuldige ich mich für das Bild, das die Politik bei uns gerade hinterlassen hat. So sind wir nicht. Naja, beim letzten Satz bin ich mir nicht sicher. Also ich bin schon so. Ja, ich bin sowieso so, aber ich bin ja kein Politiker. Andererseits, wenn ich so nicht so bin, warum muss ich mich dann entschuldigen? Ja, das stimmt. Also das habe ich auch nicht verstanden. Also zuerst entschuldigt er sich für das Bild, aber wir sind so nicht. Also. Ja, aber auch ein legendärer Satz. Das wird so legendär sein wie Kirchschlägers saure Wiesen beim AKH-Skandal. Das ist also damals, aber da kann sich auch keiner mehr erinnern. Das waren halt noch Bundespräsidenten damals. Der ist dort gesessen mit seiner notarisch-ministerische Miene. Alle haben gelacht darüber, wie er redet. Ja. Na, damals heutzutage. Nein, damals haben alle gedacht, Alter, wann haben die Leute den Kirchschläger nachgemacht und haben gedacht, da kann er nicht reden und so. Es ist so spannend, dass im Zeitlauf von 40 Jahren man sich die Sprache eines Kirchschlägers zurückwünscht in die österreichische Politik. Das ist schon irgendwie. Da war ja der Heinz Fischer wirklich erfrischend. Heinz Fischer war immer ein Unterhaltungskünstler. Ja. Das war sicher, stimmt. Heinz Fischer. Und dann der Bruno Kleestil. Nein, so hat er nicht geheißen. Der Thomas Kleestil. Ja, das waren halt noch andere Diplomat. Präsidenten. Das waren Diplomaten, die lernen zu sprechen. Wobei, das glaube ich nicht. Weil wenn man sich den Schallenberg heute anhört, glaube ich nicht, dass die sprechen lernen. Aber okay. Nicht mehr. Ist vielleicht auch, das ist das Problem. Wir geben Milliarden aus, so für irgendwie Energiekrisen und so, also für wie Rettung von Wien Energie und so, 1,2 Milliarden Euro. Dasselbe Geld in die Schule reingesteckt, würde den Leuten wahrscheinlich wieder beibringen, lesen zu lernen. Aber vielleicht, auch das ist natürlich. Fehlt der Diplomatenakademie auch ein bisschen Geld. Ja, aber auch das ist natürlich nicht die Aufgabe des Bundespräsidenten, Nein. weil der Herr Bundespräsident sagt uns ganz genau, was die Richtig. Aufgabe ist. Meine Aufgabe als Bundespräsident sehe ich darin, für Ruhe und Besonnenheit zu sorgen, sich auf die großen Dinge, auf die großen Herausforderungen hinzuweisen und sich nicht im Klein-Klein der Regierungsarbeit zu verheddern. Denn regieren tut der Bundeskanzler, die entsprechenden Minister und Ministerinnen. Das ist ja nicht meine Aufgabe, da in die tägliche Arbeit einzugreifen oder sie zu kommentieren. Die Frage ist, was ist denn seine Aufgabe? Was ist seine Aufgabe, außer hinter tapezierten Türen zu verschwinden? Tapezierten Türen? Ja, die Tapetentüre, die tapezierte. Es ist natürlich richtig, der Bundespräsident mischt sich nicht in die Tagespolitik ein, aber ist es tatsächlich so restriktiv? Naja, es ist so, es gibt ja sowas wie eine Bundesverfassung, ja, und da gibt es schon ein paar Rechte und auch, wenn ich ein Recht habe als Bundespräsident, habe ich auch die Pflicht dafür zu sorgen, dass dieses Land funktioniert. Und da wird wohl nicht reichen, wie ein Kapitän auf den Horizont zu schauen und zu hoffen, dass das die Matrosen alle brav arbeiten. Das Chaos in der Kombüse zu übersehen, genau. ist es. Aber das ist halt das Amtsverständnis des amtierenden Bundespräsidenten. Er zeichnet sich ja auch durch besondere Bürgernähe aus. Also es gibt ja wunderbar, total großartig, spontan. Also großartig. Ich habe es ja leider jetzt nicht aufgefunden. Aber ganz am Anfang gab es ganz spontan, als er noch im 6. Bezirk gewohnt hat, gab es spontane Bilder, die also wirklich
ganz zufällig gemacht worden sind von ihm in der U3, ja, wie er da gestanden ist und sich festgehalten hat, so unser bürgernaher Bundespräsident. Das hat sich dann ein bisschen geändert, weil da gab es zum Beispiel im Rahmen der Vorstellung vom Rosenkranz, also bei der ZIP 2, haben sie immer so Vorspannen gehabt und haben so unter anderem die Frau Rosenkranz befragt. Und da kommt es zur Begegnung der dritten Art. Richtig. Ja, und das zeigt die Bürgernähe des Herrn Bundespräsidenten. Das schon. Keine Angst, das ist beschleunigt worden, das Video. Es ist ein Zeitraffer, sonst dauert es zu lang. Also man sieht, wie bürgernah er die Leute grüßt und winkt und so. Vielleicht sieht er sie nicht. Ist sicher einer der bürgernahsten. Vielleicht sieht er sie nicht. Nein, das weiß ich nicht. Aber es ist sicher einer der bürgernahsten Politiker. Also ich kenne keine Bürgernäherin in der Vergangenheit. Fällt mir keine ein. Mir fallen auch keine ein. Also, das ist unser, also er macht das unser, wirklich unser gut. Lieber Herr Bundespräsident, ja. UHPP. Aber es ist völlig egal, weil es kann nur einer Bundespräsident werden und das ist... Das ist der Bogo. Das ist wir der wissen, Bogo. Bogo wird Bundespräsident, weil Bogo nämlich 2 Joints geraucht hat. Richtig. Ja? Und Bill Clinton das und auch es gibt ein Gesetz der Serie. Und das Gesetz der Serie setzt sich in Österreich fort. So ist es. So ist es. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was ich bei aufgeschrieben habe, was VDB redet, Teil 2. Irgendwas hat er noch gesagt, ich habe vergessen, was er sagt, aber ich spiele es einfach mal ab. Moment. Besonders, weil viele jetzt in einer ersten Reaktion sagen, es sind eh alle gleich, die Politiker, typisch Politik. Und ich verstehe das, dass man in einer ersten Reaktion, im ersten Schock so reagiert. Aber ich bitte Sie herzlich, genauer hinzusehen. Ich glaube, das ist ein kluges Wort. Schauen Sie genauer hin, wenn Sie wählen gehen, aber gehen Sie wählen. Am 9. Oktober? Auf jeden Fall hingehen und auch nicht nichts ankreuzen. Das bringt überhaupt nichts. Nein. Ankreuzen, kreuzen wählen Sie, Sie eine an. Person. Und schauen Sie genau hin. Oh ja, und beißen Sie dabei die Zähne zusammen. Also das geht ungefähr wie im Flugzeug. Nehmen Sie Ihre Brille mit ja, also und kreuzen Sie das an, was Sie wollen. Kreuzen Sie es nur an und vielleicht wird ja der Herr Bundespräsident uns zum Volk sprechen, nämlich im Rahmen einer Diskussion mit seinen Herausforderern, wenn es zu einer Stichwahl kommen würde. Und eine Stichwahl, das wäre natürlich schon eine tolle Geschichte. Ja, dann hören wir mal die Diskussion, wie der Herr Bundespräsident sein Amt versteht. Was er so zu sagen hat, inhaltlich. Ja, das wäre so. Ja. Wäre schon spannend. Ich meine, es kann schon sein, dass wir dann Folgendes machen müssen. Zähne zusammenbeißen, es wird schon irgendwie gehen. Ja, aber das ist für ein Amtsverständnis eines Bundespräsidenten ein bisschen wenig. Ja. Also ich wünsche mir schon einen Bundespräsidenten, der seine Möglichkeiten im Rahmen der Verfassung wahrnimmt. Ja? Und wenn er spontan aus der Hüfte schießt, nicht an Kopftücher denkt. Ja, das kann problematisch werden. Ja, ja. Am internationalen Parkett. Also ich meine, wissen Sie, es gibt ja ganz klar deklarierte Kandidaten wie den zum Beispiel. Ja, dann wäre ich ein Feminist. Ja, also dieser Kandidat, ja. der wäre ja auch ein Kandidat. Wir haben den Rosenkranz gehabt, wir haben den Groß gehabt, der bei uns bei unserem Kanal großartiger Gast war das. Ein großartig lustiger Gast, aber auch eigentlich von einer unglaublich seriösen Seite. Er ist definitiv der Quotensieger unserer Serie. Dann gab es den Staudinger. Also der war der Überraschungskandidat. Ein großartiger, bodenständiger Unternehmer, der viel erreicht hat. Ja. Großartig. Denn der Staudinger hat wirklich also uns auch überrascht von der Welt. Der war sehr tiefgründig, eigentlich auch fast philosophisch. Und warum sollte man nicht einmal einen Philosophen als Bundespräsidenten haben? Das wäre schon mal was Interessantes. Dann natürlich der Kollege Valentin, der dankenswerterweise auch noch bei uns war und auch sehr Interessantes von sich erzählt hat und den wir auch mal anders kennengelernt haben. Der Rosenkranz, der Volksanwalt, der... Ist aber keine Persönlichkeit, ist nicht allgemein bekannt, der Herr Rosenkranz. Er ist nicht bekannt, aber er hängt überall aus. Aber wäre natürlich auch eine Alternative, weil zumindest bekannt, er kennt die Verwaltung und weiß, er ist ja immerhin als Bundespräsident, wäre er der Chef der Verwaltung. Also das sind schon interessante Personen. Und natürlich auch die 3 heute genannten, also haben wir eh schon den Brunner, den Vlazny, der definitiv natürlich Präsident wird, wie wir ja schon festgestellt haben, aufgrund der Meinungsumfrage, die wir gegeben haben, 100%, das ist halt so, trotz Turbo-Bier. Und wenn Sie
meinen, dass die letzten 6 Jahre in Österreich alles super gelaufen ist und wir mit sicherer Hand geführt worden sind, unter anderem durch diesen Menschen. Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Ja, dann kann es natürlich auch sein, dass man den Amtsinhaber bestätigt. Also das ist ja durchaus legitimes Recht. Weitere 6 Jahre. Na, so soll es sein. 6 more years. Yeah. 6 more years. Ich wünsche es ihm wirklich. Also dass er, wie alt ist er jetzt? 78. Also ich ja. Jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren. Aber ich wünsche es ihm, ich wünsche wirklich, dass das also hier der Bundespräsident. Ich wünsche es jedem, auch wenn ich weiß, es kann nur einer werden. Es kann nur einer werden, ganz genau. Und ich glaube, dass es notwendig ist in diesem Land, dass Sie wählen gehen. Bitte, 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 machen Sie keine niedrige Wahlbeteiligung. Gehen Sie einfach am Sonntag, der Sonntag soll schön sein. Es kann ja gar nicht spannender sein. Es ist ein total spannender Tag. Und gehen Sie hin, wählen Sie. Gehen Sie einfach hin und wählen Sie, und egal, wen Sie wählen. Wir brauchen ein Land, das einen starken Bundespräsidenten hat. Egal im einen oder zwei Wahlgängen. Wichtig ist, dass das der einzig direkt gewählte Spitzenpolitiker, den wir in diesem Land haben. Weil die Regierung wird durch niemanden gewählt und das Parlament indirekt durch Wahllisten. Also so gesehen, und der Bundesrat wird überhaupt nur über Entsendung vom Bundesrat. Also wir sind eigentlich, was die demokratiepolitische Ausrichtung betrifft, sehr schwach. Also ich kann mich an keine Bundespräsidentenwahl erinnern, die eigentlich so spannend ist. Und so viele Facetten Kandidaten, hat. So viele Facetten, so viele Widersprüche, so viel Kritik gegen den Amtierenden, aber auch gegen die Kandidaten. Also wirklich, gehen Sie hin, nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Stimmt. Und was bleibt uns groß zu sagen? Es ist lustig, dass zum Beispiel in der österreichischen, auf der österreichischgv.at-Seite hingewiesen wird, dass das Alkoholverbot nicht mehr gibt. Also bei der Wahl. Früher war es ja so, man durfte am Tag davor nicht mehr Alkohol trinken, es wurde nicht ausgeschenkt. Es wird ausdrücklich hingewiesen, es darf Alkohol getrunken werden. Und warum? Ja. Warum? 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 Kann nur deswegen sein. Weil, wer wird Bundespräsident werden? Wahrscheinlich der Herr Pogo. Nur und der. Würde er die Wahl annehmen? Ja. Nur das ist doch eine Ansage. Das ist eine Ansage. Also ich habe von keinem Politiker noch eine so klare Antwort bekommen auf eine so komplexe Frage. Und wenn Sie noch nicht alle unsere Videos gesehen haben auf dem Kanal zu dem Thema Bundespräsidentenwahl, wir haben ja beginnend Staudinger, Rosenkranz, Valentin, haben wir ja tatsächlich die Chance gehabt zu fragen. Dann schauen Sie, klicken Sie dann oben hin, abonnieren Sie den Kanal, schauen Sie sich die Playlist an, die aufscheint. Unten bei uns beim Kastel, das müsste dann wahrscheinlich da sein hier, ist dann auch das kleine Feld, da können Sie draufklicken, können Sie abonnieren und teilen Sie uns heftig noch vor dieser Wahl, damit wirklich eine gewisse Meinungsvielfalt herrscht in diesem Land. In diesem Sinn. Gehen Sie wählen, schauen wir, was am 9. Oktober rauskommt. Schauen wir, was passiert. Und es wird sehr spannend. Schönen Tag. Noch.